und die Leute sehen uns und wir sehen uns noch nicht. Okay, ich sehe da schon was da oben. Ja. So, dann begrüßen wir mal alle. Mal schauen, wer dann alles da ist. Wenn ich sehe, ich sehe uns auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Ja. Und dann tue ich jetzt noch schnell das Teilen in den Gruppen, damit wir möglichst viele Zuschauer haben. Wer ist denn jetzt alles da? Hier bin ich mit der Sabine und wir sprechen nochmal, weil wir können es nicht oft genug tun, über Divine Healing. Die Sabine hat ja auch die Ausbildung zum Master of Divine Healing gemacht und ja, wieso eigentlich, Sabine? Ja, also das ist eine gute Sache. Es kam eigentlich für mich zur rechten Zeit. Also das, als ich das bei dir auf der Seite entdeckt habe, habe ich gedacht, mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Also ja, wie soll ich sagen, zu dem Thema Energie und Stimme oder auf der Suche nach meiner Essenz und Wahrheit, das Ausräumen aller Blockaden. Also wie soll ich sagen, das ist immer schon mein Thema gewesen, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich so vor 2 Jahren wirklich mal richtig auf den Weg gemacht, was mich angeht. Und aufgrund von vielerlei Körpersymptomen und vielerlei Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und einfach auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich so von meinem inneren Kern, von meinem, was mich eigentlich ausmacht, irgendwann komplett, wie soll ich sagen, ich habe mich da so ein bisschen verloren. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr so recht, wer ich bin. Da hatte ich so einen Punkt vor 2 Jahren. Ich war ausgepowert. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr so recht, wer ich bin. Und das Ganze natürlich begleitet von vielerlei körperlicher Begleiterscheinungen, die nicht angenehm waren. Aber mein Körper hat immer schon sehr schnell zu mir gesprochen. Das macht er heute noch. Und ja, da habe ich mich so auf den Weg gemacht. Und ja, ich meine, die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung, Energie. Ich habe auch ein ganz wunderbares Erlebnis selbst haben dürfen. Das ist im letzten Jahr gewesen, was ja Energie und eine energetische Verbindung wirklich auch ausmachen kann. Und wenn man das mal so selbst erlebt, das macht auch was mit einem. Das hat immer in mir gearbeitet und dann kam ich irgendwann auf deine Seite, auf YouTube, habe ich öfter schon mal dich so oder so beobachtet und immer mal auch zugehört, auch was du so Wunderbares so erzählt hast und fand das immer sehr interessant. Und als ich dann wirklich so diese Master, also damals war es ja noch, also damals sage ich mal, das erste war ja noch dieser Coach für göttliche Energie, dachte ich mir, mein Gott. Na, wir haben es halt einfach ein bisschen... Ein bisschen genau. Sexier genannt. Ja, genau. Ja. Und es ist ja wunderbar. Und ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar für dieses Tool, weil für mich, also mit diesem Tool, ich kann es für mich selbst anwenden, was ich tue. Unbedingt. Ich arbeite mit. Und ja, man erlebt einfach wirklich diese Energie auch erleben zu dürfen und auch spüren zu dürfen. Und es einfach auch mal, es wird einem ja dann auch klar, es ist existent. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Hirngespinst, sondern man kann sich verbinden. Und das haben wir ja nur alle so vergessen. Das sagt einem ja keiner. Genau, und dass es auch noch so einfach ist, ja, sagt einem auch ja keiner, oder? Richtig, genau. Es ist einfach, es ist eine andere Art zu arbeiten, vielleicht auch wirklich an seine Essenz oder seine Essenz Stück für Stück wieder freizulegen. Auch Blockaden Stück für Stück, ne, sag ich mal, ja fast schon zu sprengen. Es ist eine andere Art. Also ich muss nicht, wie manche, sag ich mal, ich muss nicht ewig in meiner Vergangenheit rumrühren und da wieder ganz, ganz lange Zeit mit dem Schmerz verbringen und wieder, ne, vielleicht auch für längere Zeit wieder in diesen Schmerz abtauchen, was mit Sicherheit mein Energielevel erstmal ganz, ganz furchtbar wieder runterfahren würde. Es ist eine ganz andere Art, an diese Themen heranzugehen. Und das finde ich ganz anders. Es ist einfach wirklich, sage ich mal, man auch kann sagen, es ist nicht eine dualistische Weltanschauung. Ja. Es ist einfach die Weltanschauung der Alles ist eins Kraft. Ja. Ja, und wenn du einfach sagst, ich glaube, dass alles eins ist, ich glaube, dass alles aus einem Ursprung kommt, aus einem Bewusstsein, aus einer göttlichen Idee, dann ist halt alles eins.
Ja. Und dann gibt es einfach nur das, was wahr ist und was eins ist und was hochschwingend schön ist, was die Wahrheit betrifft. Und es gibt einfach das, was unsere Hirngespinste sind. So. Aber die Hirngespinste sind ja nicht in der Wahrheit, in der Essenz enthalten, sondern die sind ja in der Vorstellungskraft eines Menschen, der eben nicht verbunden ist. Richtig. Mit allem, was wahr und eins und göttlich ist, entstanden. Und so hat sich das halt dann wie so parasitär, wie ein Virus, hat sich das halt verbreitet und weiter verbreitet und wir haben uns weiter und weiter davon entfernt, was eigentlich unsere Wahrheit ist und was unsere Essenz ist. Also ist es eigentlich nicht dual, sondern mono, keine Ahnung, das ist der Unterschied. Also es geht einfach wirklich nur darum, dass man sagt, okay, ich entscheide. Und ich entscheide einfach, was wahr ist und was falsch ist. Und wenn ich an das Göttliche glaube, dann kann alles, was nicht göttlich ist, also was nicht göttlicher Qualität ist, einfach auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und dementsprechend kann ich die Lügen quasi mit der Wahrheit überschreiben. So funktioniert eigentlich, eigentlich das Tool. Und es gibt dir halt die volle Macht. Ja, es gibt dir einfach die Macht. Du sagst, was läuft. Du sagst es. Und das ist eben auch das, was so wichtig ist, oder auch bei der Ausbildung, dass du halt als Anwender einerseits für dich und für andere wirklich merkst, wo liegt denn meine Power? Ja. Meine Power liegt tatsächlich da, dass ich bestimme, wo ich jetzt angebunden bin, und zwar an die Wahrheit oder an das Drama, an die Blockaden, an die Fehlüberzeugungen. Und das, eigentlich ist es so leicht. Ja. Ja, ich erlaube mir im Grunde halt in diesem Moment, mich einfach wirklich dieser Energie wieder zu öffnen. Und mein Manipulator da oben, der halt immer viel glaubt, mir erzählen zu müssen, oder überhaupt, kennt ja bestimmt auch ganz viele, der ist in dem Moment dann wirklich mal nicht in erster Reihe. Und das ist ganz wunderbar, wenn man sich selbst erlaubt, ja, in dieses Empfinden oder in dieses Erleben überhaupt mal wieder einzutauchen. Und ich muss sagen, ich mache ja auch, also ich arbeite im Grunde täglich mittlerweile mit mir, und ich merke einfach, dass ich für mich immer mehr auch in mir ankomme, und das macht auch was mit mir. Ich habe nämlich, es stärkt meine Energie. Und für mich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch hier in diesem jetzigen Sein, ist für mich Kommunikation, Stimme, Energie, das sind so meine Themen. Und ich merke einfach auch, da ich ja auch mit meiner Stimme, also natürlich arbeite ich, ne? Ich arbeite auch mit meiner Stimme, gut wie wir alle, aber ich tue es vielleicht auch ganz bewusst. Und ich merke einfach auch, dass ich durch dieses Tool mehr in mir ankomme, und das macht auch was mit meiner Stimme, nämlich auch mit meiner Stimmfrequenz. Für mich ist Stimme nicht nur Stimme, Stimme ist Schwingung, Stimme ist Energie. Und meine Stimme, mit meiner Stimme kann ich ganz viel transportieren. Und das ist für mich letzten Endes auch so das größte Geschenk, nämlich, also würde ich mir wünschen, Menschen, die vielleicht zu mir finden, einfach auch durch diesen Prozess mit meiner, ich nenne es jetzt mal Herzfrequenzstimme, begleiten dürfen. Und das ist für mich das größte Geschenk. Also ich bin immer schon jemand gewesen, ob ich jetzt Sprachtrainerin oder, sag ich mal, bei Bildungsträgern, bei denen ich ja auch bin, für mich ist es das Tollste, wenn ich einfach in den Menschen was Positives bewirken darf. Ja? Wenn ich da rausgehe und ich habe einfach, die sagen, das ist doch wunderbar. Also für mich ist das das Tollste. Also das macht für mich mein Sein wertvoll. Wir haben das übrigens, du warst ja schon in der ersten Ausbildung dabei, wir haben das in der zweiten Ausbildung übrigens mit eingebaut. Und zwar genauso, wie wir Energien durchlaufen lassen, haben wir Töne durchlaufen lassen. Ja, ja, super, ja. Und die Josephine, die war jetzt in der letzten Ausbildung, die liebt ja Aromaöle. Sie hat die wieder mit rein kombiniert. Und dieses,
Tool ist wirklich, wenn du verstehst, um was es geht, ja, wenn du verstehst, wie es wirkt und dass du eigentlich nur, sag ich mal, die Kommandozentrale bist für dieses Tool. Du gibst Kommandos und die Wirkung wird tatsächlich von dieser göttlichen Kraft einfach umgesetzt. Und dadurch bist du auch als Anwender komplett befreit davon, dass du irgendwie einen Fehler machen könntest. Weil wenn du Kommandos im höchsten göttlichen Wissen gibst, dann werden die umgesetzt und die sind zum höchsten Wohl dessen, mit dem du arbeitest und für dich selber auch. Und das ist eben dieses Fantastische, dass wir eigentlich, dadurch, dass wir in unsere göttliche Natur einsteigen, dass wir quasi Instrumente der göttlichen Idee werden. Und wenn wir Instrumente der göttlichen Idee sind, dann geht es gar nicht um unser Ego, sondern dann geht es tatsächlich nur darum, dass durch uns Wirkung entsteht. Genau. Und das Göttliche will, wie will es denn wirken? Heilend, perfekt, in voller Liebe, in voller Fülle. Und somit ist eigentlich alles geregelt und geritzt auf einer ganz einfachen Art und Weise, weil du wirklich dorthin gehst, wo du eigentlich gedacht warst, ja? Also, unsere Eltern haben ja so eine irdische Vorstellung von uns gehabt, aber das Göttliche, das uns zu unseren Eltern geschickt hat, sage ich mal, das hatte natürlich eine Wow-Vorstellung von uns, oder? Ja, absolut. Und das wird eben alles ablösen, was dieser Wow-Vorstellung über uns entgegensteht, dafür ist ja dieses Tool da. Und das funktioniert einfach wunderbar auf einer Ebene, die wir auch gar nicht beurteilen müssen. Ja, weil da sind wir nicht mit unserer Form, oder? Man öffnet im Grunde den Kanal, den Zugang und man gibt halt auch gewisse Informationen einfach weiter, ne? Ja, aber es sind nicht deine kleinen, da, aus dem kleinen Stückchen die Informationen, sondern es sind die Informationen aus dem universellen Oberstübchen, ja? Und das denkt eben nicht in Mangel, sondern das denkt in Fülle, das denkt in Gesundheit, das denkt in Perfektion. Und wenn wir uns mit diesem universellen Oberstübchen verbinden, dann spüren wir das halt auch, weil wir so viel Energie haben eben. Und Energie für neue Projekte, Energie einfach für neue Lebenseinstellung auch, ne? Ja. Oder auch Energie, um gewisse Hürden zu nehmen. Oder kann ich nur von mir sprechen, jetzt auch gerade was die ganzen Technikgeschichten angeht, dass ich es aber jetzt auch angehe und sage, okay, ich bin dann stolz für jede kleine Hürde, die ich wieder gegangen bin, aber ich springe jetzt endlich mal. Ja. Und denkst mir nicht nur im Kopf zurecht und komm dann doch nicht in die Umsetzung. Aber es geht vieles leichter und es löst sich vieles und es kommt in Bewegung. Sind halt wirklich wie diese Krallen, oder? Die einen immer irgendwie so festgehalten haben und in Schacht gehalten haben und einen daran gehindert haben, wirklich das auch zu machen, wo man spürt, dass es gut ist. Und das ist wirklich, wirklich eine coole Geschichte. Und bei dir selber hast du ja auch, gell, auch noch da so Nackengeschichten hattest du doch und so weiter, an denen du... Oh ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja immer so Körper, ne, also es hat sich sehr gebessert. Also mein Rücken ist schon besser. Ich merke halt auch, meine Aufrichtung, ne? Also das hat ja auch alles mit meinem Prozess zu tun, der Blockaden oder auch so der Wahrheit sprechen. Also so habe ich ja auch mein Thema vom Elternhaus mitbekommen, aber auch dieses Thema vom Elternhaus bringt mich ja letzten Endes zu diesem Punkt, an dem ich jetzt bin. Das heißt, es ist ja mit Teil meiner Aufgabe und so sehe ich es auch, aber es tut sich jetzt mehr. In meiner Aufrichtung, in meiner Sprache, in meinem, auch wirklich mal nach vorne treten und mal meine Meinung sagen, für mich ein Riesending. Also habe ich mich ewig nicht getraut oder dass ich jetzt mit dir hier spreche, hättest du vielleicht vor einem halben Jahr jetzt mich doch gar nicht fragen dürfen, ja? Hilfe! Aber jetzt, es ist okay, ich
bin mutiger und mutiger und sage, okay, Sabine, mach's doch einfach mal. Weil ja? du halt auch immer mehr und mehr begreifst, spürst auf allen Ebenen, ja. dass mit dir nichts falsch ist. Ja. Und dass es gar nichts gibt, was du überhaupt nicht zeigen solltest oder verstecken mhm. solltest. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir im Kollektiv halt, das ja. wollte ich auch noch sagen, ja, wenn wir diese Arbeit machen für uns und natürlich für andere, füttern wir das Kollektiv mit Wahrheit und die Lügen müssen zurückgehen. Einfach diese Lügen, die uns einfach immer wieder erzählen, wie klein und ausgeliefert und wie viel Angst wir haben müssen und so weiter und so fort. Das ist ja eine kollektive Pandemie. Ja, das stimmt. Also ich sag mal, gerade auch in der jetzigen Zeit, in der wir sind, mit der Krise, die wir da draußen halt einfach auch haben, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sich in sich wieder stärkt, ja, und letzten Endes auch energetisch auflädt, weil das alles, was meine Energiefrequenz erhöht, macht mich stark. Ja, und die anderen auch? Natürlich, nicht nur, also ich also jede, und jede, natürlich auch die anderen, auf jeden Fall, das ist ja ganz wichtig, ja. Jede Energie, die wir generieren, ja. generieren wir für den Planeten. Ja. ja? So großartig sind wir. Und jede hochschwingende Energie ist Heilung für den Planeten, für alles, was auf diesem Planeten mal auch göttlich erschaffen wurde. Das ist wie keine Ahnung, riesengroßer Sauerstoffboost für alle. Deswegen ja. lohnt sich das so fest, ja? Das eben nicht nur für einen selber zu machen, sondern... Nein, es nach draußen auf jeden Fall, ne, nach außen zu bringen. Also alles, was ich... Für mich mache natürlich, das hat ja auch einen Effekt, wir sind ja alle miteinander verbunden. Ne? Eben, wir sind ja alle eins. Wir sind alle eins, ja genau, auf jeden Fall. Und vor allem, was auch halt noch cool ist, bei dieser Arbeit mit diesen göttlichen Energien, du weißt halt einfach, dass du nichts falsch machen kannst. Ja, du kannst nichts falsch machen. Du kannst auch nicht irgendwie nicht gut drauf sein und weil du nicht gut drauf bist und diese Anwendung machst, dieses Tool benutzt, du kannst nichts falsch machen, ja? Das ist ja das Schöne, weil du kannst nur einfach falsch machen, dass du es halt nicht machst, dass ja. du dich nicht zur Verfügung stellst. Aber sobald du da bist und sagst, ich erlaube, ja, genau. alles Göttliche, alles, was halt da ist, durch dich zu arbeiten und dann eben diese... Mhm. diese Abläufe, aber auch diese Abläufe, die wir lernen, das sind ja alles nur Orientierungspunkte. Das Schöne ist ja, dass jeder sein eigenes daraus machen kann, sobald er verstanden hat, um was es eigentlich geht. Ja. Und wenn du mal verstanden hast, um was es eigentlich geht, vergisst du es ja auch nie wieder. Nee. Ja? Weil nee. Ich habe zum Beispiel the Reconnective Healing gelernt. Und da gibt es Reconnection. Und das war vor vielen Jahren, wo ich halt angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und da musste ich Abläufe und dann musste ich die Hand so halten und da entlang fahren, den Meridian und hier so am Kopf und da so, ne? Und auf jeden Fall genauso und üben, bis es genauso gemacht wurde. Kapiert, warum ich es machen soll, habe ich es nie. Das muss man halt glauben. Das ist für meinen analytischen Kopf ist es ganz schwierig, einfach zu sagen, das muss man halt glauben. Ich will schon wissen, warum ich das glauben soll. Und dann einfach auch diese Angst zu haben, irgendeine falsche Technik oder sowas zu machen, ja. weil ich irgendeinen Fehler mache. Das war für mich immer so eine einschränkende Vorstellung, wo ich gedacht habe, ho, 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 lieber Finger weg, weil wenn du da irgendwie nicht mehr genau weißt, ob du die Hand so fassen sollst und zuerst ja. am Fuß und nachher am Knie, wow, 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 wow. Ja, man ist da auch wieder total im Kopf, ne? Da bist du ja wieder komplett... Klar kannst du den Kopf dann ausschalten, weil du es oft genug übst. Ja. Aber dann auch wieder diese andere Sache. Wieso muss ich denn überhaupt in einem Universum, wo es keinen Zeit und keinen Raum gibt, eine Person 1:1 bei mir haben? Ich bin damals bis nach Portugal geflogen, damit ich meine Reconnections kriege, Leute. Ja. Und das war Wahnsinn und ich war so auf der Suche, ja.
Und alles mit Bedingungen. Hier eine Bedingung, da eine Bedingung. Und die Bedingung musst du ein. Und das kann es nicht sein. Weil das Göttliche ist bedingungslos. Es gibt keine Bedingung. Und deswegen ist es für mich so wahr. Deswegen stimmt es auch so. Deswegen, kann ich auch guten Herzens sagen, super Josephine, du hast verstanden, wie es geht. Du hast die Ausbildung gemacht. Du machst dein eigenes Ding raus, weil es nur darum geht, zu verstehen, um was es geht. Ja. Und du machst dein eigenes Ding raus mit der Stimme. Das ist so, so wichtig, ja. Da komme ich vielleicht auch noch mal. Ich muss mal ein paar Oktaven tiefer lernen zu sprechen. Wohl, da kann man ganz viel machen. Das ist ein ganz, also es ist auch ein super interessantes Thema. Da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen mehr eintauchen. Ja, so. Ja, und auch mehr teilen. Hier, ja, das ist hier, ne, in unserem Herzraum, da, ja, das ist unsere Herzfrequenzstimme. Und das ist auch oft ein Prozess, das ist ja auch, da sind ja auch viele Blockaden hier, ne, Halschakra und alles Mögliche, was wir mit uns tragen, um da halt eben überhaupt auch mal hinzukommen. Das ist ja auch ein Weg, ne? Also das ist sehr, sehr interessant, also ganz tolles Thema für mich. Ja, und deine Stimme war ja schon immer da, aber trotzdem waren da Blockaden, die dir gesagt haben, ho, 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 okay, lehn dich nicht zu weit in die Öffentlichkeit ab, oder? Ja, Obwohl du ja an dem Thema ja eigentlich schon super gearbeitet hast und dann ist dann halt noch was anderes, ne? Ja, wobei, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt auch so eine professionelle Ausbildung hast, die ist jetzt nicht unbedingt fokussiert auf deinen Herzraum, vielleicht ein bisschen, aber du lernst da ja auch verschiedene Sprechstile und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal so ein eigenes Thema hier, ne? Da wirklich auch mit der Stimme anzukommen. Also das ist schon, ja, es ist auch eine der Reisen des Lebens, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin einfach so stolz, dass jede von den Master of Divine Healing ihr eigenes Ding da draus macht, mit ihrer eigenen Passion und wo man einfach sagt, ja genau, es geht nämlich nicht darum, dass du jetzt mein Master of Divine Healing genauso machst, wie ich es mache, sondern es geht darum, dass das gemacht wird, was gemacht gehört, in die göttliche Ordnung gebracht gehört. Es geht nur darum, dass das gemacht gehört und dass du einfach dich zur Verfügung stellst und sagst, ich kapiere es, ich bin da, ich bin im Dienste des Höchstschwingendsten, der Liebe oder der Wahrheit, wie du es nennen möchtest, oder? Und das ist eigentlich die Erfüllung. Und wenn jeder da so eine wandere Erfüllung suchen muss, an den Haaren herbeigezogen, es gibt nichts anderes, glaube ich, wirklich, wenn wir als göttliche Wesen hier sind, dann ist es einfach, dass wir aus diesem Wissen und aus diesem Seinszustand heraus lernen, mehr und mehr zu leben und zu wirken und zu bewirken. Ja. Und dann machst du deins draus, die Sachen, die dich begeistern, ich mache meins draus und sie macht ihrs draus und er macht seins draus. Aber letztendlich machen wir alles das Gleiche. Und wenn wir dann da sind und sagen, ja, die haben ja alle schon die gleiche Berufung, ich muss eine andere haben. Kannst du lange suchen. Ja, ich denke, jeder hat ja so sein eigenes Thema, ne, in sich. Und das ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt nur den Fokus drauf habe, weil letzten Endes ist ja im Grunde auch mein Instrument, um letzten Endes dann auch so eine Session zu begleiten. Ich begleite. Ja, und halt um die Wirkung zu erzielen. Und absolut. Und das finde ich so toll. Und je mehr Leute dieses Tool lernen und je mehr Leute dann drüber sprechen, desto begeisterter werde ich, weil ich sage, ja, mein Gott, wieso gibt es kein Tool auf dieser Welt, wo jeder einfach nur begreifen muss, wie er in die Wirkung kommt und dann seine eigene Ausgestattung machen kann? Eigentlich, ehrlich gesagt, gibt es keins sonst. Weil sonst geht es immer so, du musst das... Und bei Access Consciousness muss ich diesen Satz labern und so weiter und so fort. Dann unbedingt so. Statement, ja. Weißt du, und wenn du den nicht richtig kannst, dann funktioniert es vielleicht nicht oder am falschen Ort und im falschen Zusammenhang. Das kann nicht wahr sein, ja? Weil ja, das Göttliche keine Bedingungen setzt. Ja, sondern es will einfach nur wirken und es will einfach die Erlaubnis haben, dass es durch dich wirken kann. Und ob du dann so rum machst oder so rum, das ist dem egal. Hauptsache, du machst es. Deswegen ist es so schön, dass ihr könnt echt, wenn ihr das lernt, könnt ihr
das Schönste draus machen, was einfach euers ist. Euer Ding könnt ihr draus machen. Und damit könnt ihr gleichzeitig so viel Transformation bei anderen Menschen, bei euch erzielen. Und das ist einfach genial. Und ich schreibe echt nicht meinen Namen drauf, weil es ist ja nicht meins. Es ist wirklich nicht meins. Ich, auch hier sehe ich mich einfach nur als Instrument, um das weiterzugeben und um weiterzuwirken. Und das finde ich cool. Und alle, die zuschauen, die sollten jetzt erfahren, dass ihr auch bei der tollen Sabine eine Anwendung gewinnen könnt. Wir haben, nachher posten wir in den Kommentaren nochmal den Link. Da müsst ihr nur kurz eure Angaben machen, das Thema. Und am Freitag schon werden 10 Leute ausgelost, die eine Gratis-Anwendung im Wert von 399 Euro gewinnen können. Einfach so. Und du kannst selber am eigenen Leib, weil uns so wichtig ist, erfahren, wie genial das ist. Und vielleicht hast du ja Glück und du kommst zu Sabine. Also auf jeden Fall anmelden. Wir haben, glaube ich, schon mittlerweile schon 50 Anmeldungen. Und es ist wirklich ganz, ganz toll, dass sich so viele Leute begeistern. Aber wie gesagt, es ist eine große Chance für jeden. Ich überlasse dir das Abschlusswort, liebe Sabine. Ah ja, übrigens, ja genau. Man kann natürlich jetzt schon bei der Sabine Kontakt aufnehmen und sagen, ich habe keine Lust, bis die warten und so weiter und so fort. Das ist genau mein Ding. Stimme, göttliche Energien, Heilung, Transformation. Dann schreibt Sabine an und bucht direkt bei ihr. Also ihr müsst, keiner muss warten. Also könnt gleich vorwärts gehen und sagen, ja, ich will. Also jetzt. Sabine, du das Abschlusswort. Auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Seid mutig. Öffnet euch für diese tolle Erfahrung. Und ich freue mich, wer den Weg zu mir findet. Messenger, Sabine Blasius, suchen, Bild vergleichen. Ja, das ist die, der schreibe ich jetzt. So einfach ist es. Ich sage es euch gleich, eine Session ist 2 Termine. Also es ist nicht so Larifari einmal kurz vorbei, es ist 2 Termine, kostet 399 Euro und lohnt sich in jedem Fall. Also, ich glaube, es wurde alles gesagt, oder? Ja. Dann. Tschüss. Super. Tschüss.